Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Hunter. Ihr seht schon, hat bunte Laube. Wir sind natürlich immer noch in Timbergold Trails unterwegs, die 340 Weatherby in der Hand. Die brauchen wir aber heute nur für den Notfall tatsächlich. Ich werde heute keinen Ansitz machen, entgegen der eigentlichen Planung, weil ich gedacht habe, komm, die letzten zwei waren Ansitz. Machen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Spaß für zwischendurch, sag ich mal, ja. Denn was wir natürlich auch dabei haben, ist der Bogen, Freunde. Und wir werden jetzt mit dem Bogen ein paar Grizzlies jagen. Ja? Also entweder werden sie uns fressen oder ich werde treffen. Eine andere Alternative gibt es nicht. Ich hoffe natürlich auf die, dass ich treffen werde und dann auch das Tier zur Strecke bringen werde. Aber gerade wenn die einen angreifen, ist das mit dem Bogen nicht immer ganz so mega gut. Aber wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich habe erst überlegt, ob ich Toffel mitnehmen soll. Aber mich dann dagegen entschieden. Der hätte mir vielleicht bei der Nachsuche dann ein bisschen helfen können, aber machen wir ohne, denn einzelne Grizzlies echt leicht zu tracken. Die hinterlassen so oft Spuren, das ist mir aufgefallen. Gefühlt hinterlassen die wesentlich öfter Spuren als andere Tiere, also so alle, weiß nicht, 10 Meter ist ja eine Spur von denen. Schon mal krass auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier, wenn die Map dann mal lädt, würde ich euch gerne zeigen, wo ich hin will. Aber den Gefallen tut sie mir heute nicht. Na gut. Dann nicht. Ich will auf jeden Fall den Weg runterlaufen. Ist die westliche Seite von dem Seefluss, was auch immer, was das da ist. Da werde ich einfach langlaufen. Und da werden wir dann hoffentlich ein paar Grizzlies finden können. Wenn natürlich dazwischen noch ein paar andere Tiere kommen, bin ich natürlich auch nicht abgeneigt, die zu erlegen. Was dann wahrscheinlich vorrangig Wapitis sein werden, vielleicht ein Maultierhirsch. Aber lassen wir uns mal überraschen, warum geht denn die Map nicht? Manchmal hat die echt Ladeschwierigkeiten, ne? Kannst auch rein, zoomen, wie du willst, raus, wie du willst. Da passiert gar nichts. Na gut. Scheint gar nicht zu klappen, ist mir egal. Machen wir das ohne Map. Soll mir auch recht sein. Aber gut, solange jetzt hier nichts kommt, also ich habe jetzt keinen Call bekommen, kein gar nichts, deshalb würde ich sagen, können wir jetzt hier erstmal ein bisschen cutten, bis wir dann die erste Fährte wahrscheinlich gefunden haben. So, das erste Tier, was Call ist, tatsächlich ein männlicher Wapiti, der unten auf dem Weg irgendwo zieht. Heißt also, wir werden den auf jeden Fall mal callen. Damit er sich schon mal langsam in die Richtung macht zu uns. Ein Grizzly bis jetzt noch nicht hier vor. Noch keine Fährte, noch kein gar nichts. Also ich hoffe mal, dass wir noch einen kriegen. Ist ein bisschen blöd, dass ich keine Map habe. Ich weiß nicht, wie ich die jetzt hinbekomme. Deshalb sehe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich, wo ich hinlaufe. Sehe halt das, was ich auf dem GPS sehe, aber viel mehr eben nicht. Und da kann ich jetzt nicht so abschätzen, in welcher Ecke ich gerade großartig hier rumrenne. Deshalb ist das echt ein bisschen ungünstig. Aber ich hoffe, das kriegen wir noch trotzdem hin, hier irgendwo einen Grizzly zu finden. Aber ich denke, hier ist eine ganz gute Position, um auf den Wapiti zu warten. Ich habe hier so halbwegs freie Schussbahn beziehungsweise halbwegs freie Sicht, um den in Bogendistanz zu bekommen. Die Kante ist ungefähr 50 Meter weg. Ja, das sollte passen soweit. Dann können wir hier die 2 Minuten eben warten. Länger wird es vermutlich oder hoffentlich nicht dauern, bis er da mal aus der Senke rauskommt. Meistens höre ich sie eh, bevor ich sie sehe, weil ich immer so ein Blindfisch bin. Erst wenn dann die Schritte zu hören sind, dann denke ich, ach, guck mal, da kommt er. Aber mal sehen, wie es diesmal laufen wird. Können wir ein bisschen mit dem Ferngas gucken, ob wir den schon irgendwo mit den Geweihspitzen rumwackeln sehen. Aber ich sehe da gerade erstmal gar nichts. Ich weiß auch gar nicht, wie tief das hinter der Kante abfällt. Wenn das da mega stark abfällt, dann ist natürlich klar, dass wir da sehr, sehr spät erst was sehen werden. Aber ich kann mir den mal kurz auf dem GPS markieren. Ja, ist ungefähr die Hälfte. Also ist der gute 100 Meter weg gewesen.
Ich hoffe nur, er kommt. Wäre natürlich schlecht, wenn er jetzt gar nicht kommt, weil er halt auch nicht mehr antwortet, ne? Aber müssen wir erstmal ein bisschen Geduld haben. Der wird schon noch rangezogen. Komm, ist eher selten, dass der Wapiti dann abzieht. Denn jetzt antwortet er uns auch. Neue Spur. Zwei Stück also da. Oh, der ist immer sehr weit weg. Ist das jetzt... Das ist die Frage, ob das jetzt ein Rudel ist, was schon so weit wieder weggezogen ist. Weil dann kann ich mich weiter vorwagen. Soll ich mich mal noch auf den Weg da hocken? Aber ich möchte mich eigentlich nicht auf den Weg hocken. Zumindest möchte ich hier gern entgegengehen. Weil ich nicht weiß, wie ich die Sicht vom Weg habe in den Wald hier rein, falls der andere schon hier reingezogen ist. Den müsste ich dann gleich auf jeden Fall hören. Ne, noch höre ich nichts. Sind die so weit auf einmal weggezogen? Vielleicht waren die auch gerade trabend, als ich die dann versucht habe zu callen. Dann hoffe ich mal, dass die jetzt auf jeden Fall reagieren. Nicht, dass sie jetzt hier wieder weiterziehen und ich die dann gar nicht bekomme. Na guck mal, da ist auch ein Weibchen dabei. Das callt auch da unten am Wasser. Die sind da am Wasser, auf der Wiese irgendwo. Hm, am Waldrand sind hier immer so kleine Büsche. Ne? Ich muss... Also ich kann jetzt hier nicht auf dem Weg warten, weil ich da fast gar keine Sicht habe. Ich muss also ein bisschen weiter noch. Um zumindest in den Wald reingucken zu können. Aber hier ist echt... Guck mal, hier ist auch keine Fährte oder sowas, ne? Der erste Wapiti-Bulle, der muss doch hier irgendwo gewesen sein. Aber der zeigt mir gar nichts an. So, jetzt können wir hier... Guck mal, der steht schon hier vorne irgendwo. Das kommt so da von rechts irgendwo, wo hier das Gestrüpp ist. Da unten läuft irgendwas. Ja, da ist auch ein Bulle dabei. Oh Gott, da sind ja noch 40 Meter. Boah, das wird wieder so ein Sonntagsschuss dann. Ja, das habe ich mir gedacht. Da war ich hinten dran. Da war ich hinten dran im Moment des Abdrückens. Der wird wahrscheinlich irgendwo maximal in die Eingeweide gegangen sein. Aber ist nicht so schlimm, weil wir dann vielleicht auf dem Weg des Trackens noch Bärenspuren finden werden. Und das ist natürlich das, was wir eigentlich wollen. Da unten ist er doch, oder? Ist er das nicht? Oder ist das ein anderer jetzt da hinten? Ah, ich habe da Fänger schon draußen. Hier läuft auf jeden Fall noch einer. Der ist aber oberhalb von mir. Wo ist er denn? Ach, hier ist noch so eine Senke. Da ist er. Auch ein Bulle. Den haben wir erlegt. Und da ist noch ein Bulle. Ah, ist auch wieder so weit weg. Ah, den schießen wir auch nur an. Das kann nicht wahr sein. Ich muss mir den anderen Anschluss merken, weil den hier finde ich auf jeden Fall.
Da habe ich mir extra die Leuchtfalle besorgt, damit ich die sehe. Wird wahrscheinlich so 260 haben oder sowas. Ah, 280, okay. Ganz ordentlich, aber nicht gut. So, machen wir von dem hier auch ein Foto. Und dann gucken wir uns jetzt erstmal den Anschluss hier an. Jetzt kann ich ja aufstehen. Ich glaube, jetzt ist hier nichts mehr. Ich stehe sowieso. Alles klar. Dann gucken wir mal, wo wir den getroffen haben. Und den anderen Anschluss habe ich mir markiert. Aber das ist, glaube ich, der gewesen, der auf die Visa gezogen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da einen roten Pfeil gesehen habe. Tatsächlich. Das Weibchen vernachlässigen wir jetzt mal gerade. Und der hier ging. Sieht vom Schweiß eigentlich echt Lunge aus. Lunge, Herz. War doch nicht so schlecht, wollte schon sagen. Was habe ich denn da gesehen? Was läuft da hinten? Auch ein Papiti, ne? Wo ist er denn jetzt? In der Busch oder was? Da lief gerade definitiv was, aber. Ich glaube, es war ein Papiti. Und kein Grizzly. Okay, dann werden wir jetzt hier den Wapiti eben nachsuchen. Der sollte ja nicht so weit gekommen sein. Dein liegt auch schon. Sehr gut. Das mit dem roten Pfeil ist echt gut. Ich habe mir den jetzt gekauft. Für die Bärenjagd. Weil man da teilweise die Bären dann im Unterholz sieht. Gerade wenn sie so zwei Pfeile sitzen haben, dann merkt man, triff ich die gar nicht. Gerade wenn die auf einen zurennen. Na, guck mal. Lunge getroffen. 6 Sekunden verletzt. Der also dann im 260er Bereich. Die kann man wenigstens so ordentlich hinlegen mit dem Geweih, ne? Das ist immer ganz gut. So. Haben wir den auch? Heißt, wir müssen jetzt den letzten da noch finden. Aber da müssen wir uns jetzt zunächst mal den Anschluss angucken und dann werde ich das, glaube ich, cutten, weil wenn das wirklich der war auf der Wiese, dann habe ich fast die Befürchtung, dass er überlebt hat oder dass das eine lange Nachsuche wird. Und wir wollen dann auch definitiv den Grizzly mit dem Bogen erlegen. Und dafür brauchen wir dann auch noch ein bisschen Zeit. Also gucken wir zumindest noch den Anschluss eben an. Und wenn der nicht gerade in der Lunge ist, dann machen wir da schnell mal einen Cut, bis wir den gefunden haben. Und ich habe noch die Hoffnung, dass wir da, wie gesagt, auf dem Weg ein paar Bären finden. Aber hat auch noch keiner gebrüllt. Wundert mich auch ein bisschen. Normalerweise wimmelt das hier vor Bären. Aber bis jetzt ist ruhig. Ist immer so, ne? Wenn man ihn sucht, dann ist er nicht da. Aber wenn man will ihn nicht finden, dann ist er immer genau da, wo man ihn nicht haben will. So, hier müsste der Anschluss sein. Das ist die Standfährte. Hier ist der Anschuss. Sieht aber eigentlich auch gut aus. Ist auch Lungeherz. Dann war das noch ein anderer, der abgezogen ist. Da war das noch ein anderer Wapiti tatsächlich. Denn der wird hier wahrscheinlich kaum überlebt haben. Nehme ich mal an. Würde mich zumindest extrem wundern. Wenn der so weit gezogen ist. Oder das wird gleich zum Bug. Zum altbekannten Bogenbug, dass es gleich ein Körpertreffer wird, aber hoffe ich einfach mal nicht. Aber ich sehe ihn halt auch nirgendwo hier. Vielleicht da hinter den Bergen. Hinter den Hügeln besser gesagt. Berg ist ja grob übertrieben. Ist er mal flüchtend? Ist er dann hier rumgelaufen oder was? Oder ist das eine alte Fährte von da, wo er kam? Was ist das da für eine? Eingeweide. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt, Freunde. Ich guck mal kurz, ob das hier ein Bär ist. Ne. Ich guck mal kurz über den Hügel, wenn er dann hieß, dann cut ich das, weil Eingeweide. Ohne Witz, da habe ich den echt anfangs in der Lunge erhofft, aber das war leider Pustekuchen, oder ist er, ne? Ist er das?
Keine Ahnung, ob er das ist. Ich will jetzt auch nicht nachschießen, weil ich, wie gesagt, noch auf einen Bären in der Nähe hoffe. Heißt, meine Maus geht gerade nicht, alles klar. Ich werde es hier erstmal cutten, werde den Wapiti nachsuchen und... Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Hört sich an wie eine Kettensäge. Und dann werden wir auf jeden Fall noch ein Grizzly mit dem Bogen erlegen. So, da sind wir jetzt am toten Stück angekommen. Ist doch verendet. Ist, glaube ich, auch das gewesen, was über die Wiese gezogen ist, weil er hier so dann nochmal einen Bogen gemacht hat von da vorne. Über die Wiese und jetzt liegt er hier dann doch. Guck mal, hat sogar Lungentreffer drin tatsächlich. Aber selbst mit Lungentreffer 1,37 m. Auch wenn er 281 alle so dieselbe Einheitsgröße hier in dem Rudel gehabt. Komm, machen wir von auch noch ein Foto. Wenn ich den hinkrieg. Jetzt ruft noch ein weiterer Wapiti da, aber den lassen wir jetzt mal. Warum krieg ich den denn Gehirn hier nicht zu packen? Das Geweih will nicht. So. Alles klar. Haben wir also schon mal immer in drei Bullen jetzt, glaube ich, erlegt. Jetzt brauchen wir beim Bär. Ich habe leider keinen gesehen bis jetzt. Und meine Map lebt immer noch nicht. Ich habe hier schon drauf rumgemalt. In Hoffnung, dass das vielleicht was bringt, aber war auch nix. Muss ich mal gucken. Ich werde auf jeden Fall jetzt einen Bär suchen gehen. Und wenn ich einen gefunden habe, sehen wir uns mit dem Bogen im Anschlag wieder. Okay, da hat er gerade gerufen. Grizzlybär ziehend ist da unten irgendwo auf dem Weg. Heißt, ich werde mich dem jetzt nähern. Wahrscheinlich hätte ich sogar von hier aus sehen können, weil das hier relativ offen ist. Aber ich werde mich dem jetzt... Oh, jetzt habe ich das natürlich vercheckt. Ach, ich kann ja eh keinen Punkt machen. So, da irgendwo. Ja, wird schon grob passen. Kann die Map eh nicht sehen. Also ich auch die Straße nicht, an der der zugange war. Ich kann mal das Fernglas gucken, ob er den schon... Da ist er. Da ist er direkt. Das ist eigentlich gut, dass wir dem auf offener Fläche begegnen. Vielleicht brauche ich gar nicht so nah ran. Der ist auch ziemlich hell, oder? Ist das ein Blonder? Oder ist nur eine Sonne jetzt so hell? Vielleicht brauche ich gar nicht so nah ran, um den zum Angriff zu provozieren. Mit dem Bogen im Unterholz ist teilweise echt tricky, wenn man den nicht sieht, weil man nur so 2 Meter Sicht hat. Ist echt nicht so mega geil. Aber hier auf dem Feld... Gut, aber der ist halt auch noch 100 Meter weg und er zieht jetzt in den Wald rein, ne? Also ich könnte jetzt auf den zusprinten, aber... Die Gefahr dabei, dass der natürlich dann flieht, ist natürlich auch vorhanden. Jetzt steht er erstmal. Markieren wir mal kurz die Stelle, damit ich den... Oh, jetzt lass sie bitte nicht in das Tanndickicht ziehen. Bitte nicht. Lieber Gott, erspar es mir. Noch steht er da. Auf 60 Meter. Der hängt im Baum, oder? Ne, er hängt nicht im Baum. Aber rein theoretisch könnte ich den jetzt beschießen. Wenn er jetzt nochmal stehen bleiben würde. Na gut, von hinten ist vielleicht ein bisschen schlecht. Man hört ihn auf jeden Fall schon schnaufen. Ich glaube, er hat mich auch wahrgenommen. Mein Puls ist gerade etwas erhöht. Wenn er sich umdrehen würde, das wäre gut. Hallo, Bär. Das ist, glaube ich, ein Blonder. So. Das war schon mal ganz gut. Ich hätte eigentlich lieber den Kopf getroffen. Aber das hat auf jeden Fall schon mal einen Fall sitzen. Und jetzt rennt er da hinten. Lunge, Herz. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt hier mit Lunge, Herz klappt oder ob das auch eher ein Buddy-Hit war. Habe ich aber eigentlich auch gut am Kopf vorbei platziert. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der verendet oder... Das nichts wird. Aber so ist das eigentlich ganz gut mit dem Bogenjagd. Halt
Wenn man sich dem einfach nicht annähern kann, oh, mein Geruchsneutralisierer ist natürlich jetzt abgeklungen, wittern soll er mich trotzdem nicht, wenn er hinter mir jetzt einen Busch lauert. Jetzt wäre Toffel echt eine Hilfe, weil der mir sagen könnte, ob er tot ist oder nicht. Den könnte ich vorschicken. Der ist nicht tot. Und das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Ah, kann ich mir eh nicht markieren hier. Ne, da auf jeden Fall nicht. Ja, da. Aber die Frage ist erstmal, ob der hier verendet ist. Warte mal. Gib mir die Spur. Denn wenn er nicht verändert ist, die flüchten ganz schön lange. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ist das hier die Fluchtspur? Ja. Aber ich ahne eher, dass er nicht verändert sein wird. Heißt also, den anderen Bär lassen wir außer Acht, werden wir wahrscheinlich auch nicht mehr sehen. Ich werde jetzt an dem vorbeipirschen. Ja, da vorne ist ein Ameisenhügel. Ich dachte, da liegt er. Aber... der Ameisenhügel sieht dem Bärenfell zum Verwechseln ähnlich. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein blonder Bär gewesen, weil er wirklich schon extrem hell war. Ist das da vorne oder ist das... ja, ist auch ein Ameisenhügel. Ah, ich glaube echt, der hat überlebt. Verliert auch kein Blut mehr. Das ist natürlich ein Problem. Müssen wir uns jetzt ein bisschen durch den Wald hier durchpirschen. Und wenn er jetzt hier jetzt zum Angriff ansetzt... ah, da ist wieder Eingeweide. Aber Eingeweide ist auch noch tödlich. Also ist er jetzt ähnlich wie bei dem Wapiti. Der hat ja zumindest einen guten Schuss sitzen. Wahrscheinlich sogar auch die Lunge wirklich getroffen. Jetzt kommt noch ein männlicher Wapiti. Den wir jetzt aber auch mal ignorieren. Also ich denke schon, dass der einen relativ guten Schuss sitzen hat. Nur weiß nicht, ob das mit dem Fall und dem Bär so gut ausgeht. Ob das wirklich reicht, dass der verendet. Hier ist noch eine Bärenspur. Also hier ist wirklich Bärenparadise. Am Anfang habe ich mich echt schwer getan, die zu finden. Und jetzt hast du hier drei Stück am einen Fleck. Wobei, das ist vielleicht sogar noch derselbe von dem. Ach, wo ist der denn? Ich meine, früher oder später begegnen wir dem auf jeden Fall nochmal. Spätestens, wenn er aufhört zu flüchten. Da verliert er nochmal Blut. Also solange der Blut verliert, ist das immer ein gutes Zeichen eigentlich noch. Na komm, krieg ich die Blutspur auch noch? Ne, krieg ich nicht. Ist wieder Spur in Spur. Boah, ich hab gerade was tapsen hören, aber... war zum Glück nicht der Fall. Wenn in so einer Situation ist, der Bär einfach brüllt und du hörst ihn so 10 Sekunden brüllen, dann weißt du, der wird gleich angreifen. Aber du siehst ihn halt hier nicht, ne? Hier geht es jetzt ein bisschen bergab, da können wir den dann früh genug zumindest ausmachen. Immer noch Blut. Und er ist noch trabend. Er ist nur noch trabend, Freunde. Das heißt, wir werden den jetzt einholen. Früher oder später. Und dann wird der nicht gut gelaunt sein. Ach, da ist er. Er ist tot. Freunde, er ist tot. Gott sei Dank. Aber ist wirklich ein Blonder. Kein Albino. Viele schreiben mal Albino im Chat und sowas. Ist kein Albino. Ist ja nur so eine Fellvariante. Gab es ja bei den... ich glaube, bei dem Braunbär gibt es auch so Fellvarianten. So Schokolade und... ich glaube, gibt es sogar auch Blond. Ich weiß es gar nicht. 1 Minute 31, also auch hier, ja. Guck mal, der hat wirklich die Lunge getroffen und den Magen. Der Schuss war gar nicht mal so schlecht, aber es ist, glaube ich, der kleinste Bär mit 15, den ich je geschossen habe. Aber egal, Bär mit Bogen ist erledigt, Freunde. Dann machen wir noch einen ordentlichen Trophy-Shot, wenn wir das hinkriegen. So, warte mal, wenn wir den so haben... kann ich mich dazu setzen? Kann man hier noch ein bisschen anheben? Ruft auch noch der nächste Grizzly, da sehen wir den Fall. So, hier, guck mal, sogar mit Innenperspektive, da ist die Lunge, Freunde. So, schöner blonder Bär, den wir hier erlegt haben.
Und auch wenn andere noch ruft, würde ich sagen, machen wir hier jetzt Feierabend mit dem Video, denn das Video ist schon wieder vorangeschritten. Bis wir den nächsten Bär dann haben, dauert auch wieder 10 Minuten. Also, lassen wir das gut sein. Mission erfüllt, Bär mit Bogen, zum Glück gut gegangen, auch wenn er gerade zum Angriff übergegangen ist, aber dann ist natürlich mal eine gute Zeit, um den Schuss zu platzieren, wenn man ihn denn sieht. Wenn man ihn nicht sieht, wenn der Angriff losgeht, dann ist es natürlich mal schlecht. Aber solange wir so eine Sicht auf den haben, können wir uns natürlich da relativ gefahrlos nähern und den Schuss platzieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann wahrscheinlich wieder mit der Ansitzjagd. Bis dahin, Weidmannsheil. Macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.